Bevor ich weitergebe an Denise, die einen kleinen ersten inhaltlichen Input geben wird, den aber ausnahmsweise auf Englisch, will ich noch ganz kurz was zum Prozedere sagen. Wir haben ja gesagt, wir nehmen uns 90 Minuten und wir haben ein sehr interessantes Panel mit spannenden Beiträgen dabei. Natürlich wollen wir hinten raus auch öffnen für Fragen, gerne auch zwischendurch schon Fragen zulassen. Sie alle sind wahrscheinlich jetzt durchaus mal in Zoom gewesen oder in anderen Videokonferenzen und dürfen sehr gerne den Chat dafür benutzen. Das heißt, wenn Zwischenfragen sind, wenn irgendwas unklar ist, dann nutzen Sie gerne über Ihre Navigation einfach den Chat mit Fragen an alle. Wir werden die dann bündeln und auch aufs Panel zurückspielen. Ich bin Katharina Mosene, ich bin Politikwissenschaftlerin und ich bin die Schnittstelle sozusagen zwischen dem Hans-Bredow-Institut und dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und kümmere mich stark um Veranstaltungs-, Forschungskooperationen. Deshalb übernehme ich heute sozusagen die technische, aber auch die inhaltliche Moderation. Unterstützen wird mich mein Kollege Matthias Kettemann. Matthias, sag einmal Hi. Matthias sagt vielleicht später Hi. 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 Nur, dass wir dich alle mal gesehen haben. Wir beide übernehmen die Moderation. Matthias wird am Ende auch nochmal zusammenführen. Matthias leitet bei uns am Hans-Bredow-Institut das Forschungsprojekt Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen. Er ist Rechtswissenschaftler mit einem Schwerpunkt auf Völkerrecht. Internetvölkerrecht muss man fast sagen, weil er stark interessiert ist an allen Prozessen, die mit Internet Governance zu tun haben, aber auch an der Normsetzung im Internet in kommunikativen digitalen Räumen. Also herzlich willkommen auch dir. Und jetzt übergebe ich an Denise. Denise, I'm switching to English. She's a researcher and her current research brings together gender theory, European data protection law, anti-discrimination law and human rights law. And she's focusing on corporate surveillance, profiling and automated decision making. She's an associate researcher at the Humboldt Institute for Internet and Society. And Denise, the stage is yours. Thank you. Hello, everybody. Thank you for the kind introduction and the opportunity to give a brief statement here. I will try to be short, however, the many dimensions of the subject require the need to be give some context. So as everything in the human history, the COVID-19 pandemic is also a political issue. And as we can see everywhere in the world, such times of crisis are putting the resilience of political systems at test. Success or defeat is likely to determine the political discussions in the future, thus different political frameworks around the globe are competing in overcoming this crisis better than others. Within this context, governments and societies have begun experimenting with data-driven solutions for their exit strategies from the current stay-at-home fight against the pandemic. People's Republic of China, South Korea, Singapore, Israel, Austria have been early adopters. Innovative solutions are used to assist the public authorities in their effort of restoring a state of normal back again. And when the economy reopens, it is hoped that tracking the spread of the virus would prevent a second wave of infections. It's not surprising the public discussion is triggered, especially related to privacy rights and data protection. Some leaders were quick to call out a trade-off between the public health and privacy rights. But do we really have to choose between some corona app and fundamental rights is the question. Can we not have it both ways or in another way? Eduardo Usturon calls the data protection law of Europe a seatbelt rather than a handbrake in the face of the pandemic. Data protection aims at ensuring data relating to individuals are collected and used in such a way that a broader set of fundamental rights and values in a democratic society governed by the rule of law are protected. This means when accidents such as the pandemic is inevitable, it will prevent from fundamental rights, especially right to privacy, non-discrimination, freedom of expression, freedom of association and assembly to spill all around. However, it also doesn't mean that compliance with general data protection regulation, or we call it GDPR, will be sufficient to deploy any technologies as the context in which the law is interpreted. For example, a public emergency will define how wide the margin of appreciation of states to derogate from their obligations under the European Convention on Human Rights. Measures taken by the states in such times should be in accordance with the law and is necessary in a democratic society,
proportional to the threat and limited in time. Among the main principles of data protection law, proportionality of the processing activity for the intended purpose is also of utmost importance. It has to not only serve a legitimate purpose, but also be suitable and necessary to achieve this purpose. When balancing legal interests, regulators also take the context into consideration, as it was reflected by the Elizabeth Denham of UK's Data Protection Authority, ICO. Denham declared on her blog that ICO will reflect a society that is accepting restrictions on liberty to protect public health. If we look at the legitimate purposes that arose in the time of pandemic, we can group them as epidemiologic research, contact tracing, enforcement of quarantine and social distancing rules. Actually, none of these purposes require data-driven innovative solutions in order to be put in action. However, technology may help achieving these goals faster and more efficiently at scale while bringing in unique risks. Smartphones and wearable technologies such as smartwatches, fitness and health bracelets has been at the epicenter of suggested solutions. Applications uploaded on these devices serve all of the purposes at once or delegated one or two of them. In some countries, uploading the apps are mandatory, at least for positive tested individuals, while European Commission and European Data Protection Board stressed in their published guidelines on the topic that uploading and use of such applications must be voluntary. In addition to contact tracing apps, which I will talk more about a little later, tracking of geolocation data via telecommunication operators or applications on smartphones, such as payment or navigation applications with a function of using such data are brought as the solution for the enforcement of quarantine and social distancing rules. In Israel and South Korea, payment systems are tasked with contact tracing and detection of non-conformity with isolation rules, for example. In China, Alibaba's mobile payment app Alipay and Tencent's messaging app WeChat, which with knowingly broad use, now have functions of contact tracing and isolation enforcement. QR codes are assigned to users which reveal their health status on the screen with designated colors, which enables them to leave their residential compounds or enter most public places if the color is green, while amber and red means quarantine time. Although the QR codes all come in the same three colors and are developed by the same companies in China, they are based on different COVID-19 databases set up by local authorities, which causes interoperability problems that cause some people being double quarantined upon intercity travels, which may pose an example to Europe for when the borders are open again. The European Data Protection Board is in the opinion that in using location data processing of anonymized data should be preferred. For example, use of aggregated data such as in the form of heat maps would help assessing the movement of the population in order to take necessary measures to enforce social distancing. In Germany, the much criticized Corona data donation app of the Robert Koch Institute uses data from fitness wristbands and smartwatches to better understand the virus. In addition to collected data not being anonymized, it also might lack the experience of vulnerable groups with the virus, such as elderly who might most likely not use such a device. An ironically inclusive technology for the people who do not or cannot use smartphones or wearable technologies is face recognition, which has been used in Russia and China by public authorities. In the US, stores and workplaces are reported to invest in facial recognition in order to demonstrate to regulators that they enforce safe practices so they can stay open. Also, other urban data have been tested in understanding the movement and the density of the people in order to assist social distancing rules. We could say that these examples are showing how smart cities can be effective in the fight against the pandemic, while also justifying concerns about repurposing of personal data and ambient surveillance capacities in the smart city context. These different approaches among different states and varieties of technologies that are employed in different contexts and political cultures are under discussion, just like in today's panel. I would like to stress out data protection risk
risks of contact tracing apps a little further from a GDPR perspective. It is widely accepted by now in Europe that contact tracing apps should be anonymized, voluntary, transparent, temporary, and secured, which goes without saying. As also stressed by the guideline of the European Commission and the European Data Protection Board on the use of location data and contact tracing apps in times of COVID-19. A contact tracing app is composed of several processing activities with the involved actors. Downloading an application from an app store involves processing of personal data to begin with. After the app is then downloaded, almost all the contact tracing apps work in a similar way of broadcasting a string of numbers and letters. This is in a random rotating identifier or maybe some random gibberish we can say, via Bluetooth low energy, which change every 15 minutes and also, or various time frames, and also receive such strings from broadcast smartphones close to them, which has the same or an interoperable app downloaded. In the centralized version, these temporary identifiers are uploaded to a trusted server, such as one controlled by a health authority, whereas in the decentralized version, IDs are held locally on the terminal equipment of individual devices. The second processing activity starts once the user is tested by competent health authorities, and the result is positive. This information would also be pseudonymized and broadcasted to the apps. In case of a match, the app user would be warned so that she can take measures such as being tested or self-isolating. In decentralized models, the infection risk is also calculated on the individual device. Most countries in Europe seem to choose Bluetooth low energy proximity sensing, which is also called as a Bluetooth handshake between devices, as the most privacy-enhancing approach. However, the choice between centralized and decentralized models caused disagreement. The Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, also known as the PEPPT Consortium, is a contact tracing project which has been criticized by a wide range of stakeholders, scientists, and academics for having a centralized approach and not being transparent. The Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing Protocol, DP3T, was developed under the same project and is endorsed by many stakeholders in European countries. Austria, Switzerland, and Estonia, as well as now most likely also Germany, as a more privacy-conscious option. Different applications that will be developed might include different processing activities and safeguards. However, from what is out there so far, we cannot talk about an app that runs anonymously. According to Recital 26 of the GDPR, data protection principles do not apply to anonymous information, or to personal data rendered anonymous in such a way that the data subject is no longer identifiable. However, pseudonymized data, which could be attributed to a natural person by the use of additional information, should be considered to be information on an identifiable natural person, which in that case falls within the scope of GDPR. Nevertheless, tracking the movements or social connections of a specific individual over time is regarded to be highly privacy invasive, especially because they are likely to reveal special categories of data about the data subjects. In addition to that, there is a high risk of singling out, linkability, or inference of health data of the user upon the notification of positive test result to the server, or bulk upload of the positive tested user's latest contacts to the system and broadcast of the pseudonymized identifier of the infected status. Processing of special categories of data is regarded as high risk for the interests, rights, and fundamental freedoms of the data subjects, notably a risk of discrimination. This means the data protection impact assessment must be carried out in accordance with the Article 35 of the GDPR by the data controller. But who is the data controller in the case of a contact tracing app? In some countries, downloading the app is mandatory, in which one of the controllers would be a public authority. Apple and Google's cross-platform solution has been also praised for staying on the decentralized side. These two tech giants who have varying degrees of control over almost every smartphone on Earth and have access to a network of sensors around the globe with the oligopolistic computing power of 3.5 billion devices teamed up for a unifying update to their Bluetooth short-range wireless protocols, so that contact tracing apps could be built via an app API without modification on either platform.
Purpose limitation, data minimization, storage limitation are some other safeguards counted in GDPR, which are not the principles Apple and Google are known for. Can data protection law build trust in public authorities or tech giants? Do data protection laws really provide the protection in times of crisis against the corporate state corporation in order to combat the pandemic? According to epidemiologists, contact tracing apps may need to be installed by the 60% of a given population to be able to stop COVID-19. The most used contact tracing app in the world so far was deployed in Iceland and downloaded only by the 40% of the population. In the models that have been publicly discussed, a score of exposure is being calculated, which seems to be an objective calculation, which does not include profiling. However, it is an automated decision which may lead to self-isolation or enforcement of a mandatory quarantine period, which amounts to legal effects and or similarly significant effects. Discrimination caused by a decision based upon data-driven automated systems might be caused by a lack of data on some individuals, a biased system design or false positive such proxy to an infected person from the other side of a wall. For example, if a machine learning model is at play, users who are living at an apartment where in every apartment more people in a more disadvantaged position. Users might think they have a right to challenge this unfair solely automated decision that affected their life negatively by putting them in quarantine. However, the right not to be subjected to such decisions would not apply if the app was voluntarily downloaded based on their explicit consent, or if a decision was authorized by the union or member state law, which would be probably the case when the controller is a public authority. In Northern Westphalia, because of non-conforming of two families with quarantine rules, the whole apartment complex had to be tested due to the German Infection Protection Act. Tests are voluntary, but those who refuse to test have to be quarantined for 14 days. Those who do not conform with the quarantine rules may be fined up to 25,000 euros. As much as the voluntary nature of these tests are open to discussion, so are the voluntariness of contact tracing apps. Specific laws are made to ban any negative impact on those who refuse to use these apps. Peer pressure from the neighbors or colleagues would still taint a freely given consent. Other important safeguards would be the application source code to be made publicly available for the widest possible security. Impact assessment also to be published as suggested by the European Data Protection Board. Even though data protection impact assessment has to be carried out by the data controller, work such as the data protection impact assessment for the Corona app by Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung may help more society-aware assessment of new and intrusive technologies, especially at times of crisis. States are obliged to respect and ensure the protection of fundamental rights of individuals, as well as being under immense pressure to protect lives. However, people shouldn't be put in a corner to choose between their privacy and health in the name of fighting a pandemic, especially in states where authoritarian leaders might find an excuse in wielding more power by exploiting surveillance capacity of the state. As Snowden revelations brought into light, state-private company collaborations are not unknown of in democratic societies as well, and the likelihood of misuse should be taken into consideration while assessing the risks of quick innovation solutions. Tracking the infected people down with opaque and insecure technologies, acting fast without weighing the impacts on our societies during and after the pandemic, suggesting a trade-off between the privacy and public good should not be the only way. We can do better and we must do better. But how is the question up for debate also here today? Thank you. Thank you so much, Denise. Herzlichen Dank. Ich glaube, dieser Input hat ganz viele Fragen aufgeworfen, hat alles sehr konsistent umrissen, was wir so besprochen und gelesen haben in den letzten Wochen. Es geht natürlich um die Fragmentierung von unterschiedlichen Applikationen. Wie sind die aufgebaut, zentralisiert, dezentralisiert? Wo werden Daten gelagert? Wie werden sie weitergegeben? Wie ist es überhaupt mit der Freiwilligkeit? Also wie freiwillig kann eine Entscheidung sein?
wenn ich vielleicht durch Dritte gezwungen bin und durch sozialen Druck sozusagen gezwungen bin, Apps zu installieren? Und was ist auch die Frage nach dem Missbrauch? Also wie viel sozusagen bringen uns diese Apps in Abwägung zu dem, was sie vielleicht an Gefahr auch mitbringen? Ich glaube, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können da unsere folgenden Experten auf dem Panel. Und auch zur Frage von Fragmentierung ist, wenn wir nach Asien oder nach China gucken, ja immer ist immer der Eindruck entstanden, sie hätten nur eine einzige App für alles. Auch das stimmt nicht ganz so. Da können uns Katja Drienhausen und Kai von Carnap etwas drüber aufklären. Hi Katja, magst du einmal winken? Und guten Tag sagen? Dann sehen wir dich auch. Falls jemand die Sprecherinnenansicht angestellt hat. Herzlich willkommen. Katja arbeitet genau wie Kai am Mercator-Institut für China-Studien. Und sie beschäftigt sich vor allem in ihrer Forschung mit rechtlichen und zivilgesellschaftlichen Entwicklungen in China, darunter mit einem großen Schwerpunkt auf dem Thema der digitalen Governance. Kai hingegen ist Experte für technologische Trends, schaut vor allem auf die Themen Kryptowährung und Blockchain-Technologie und beide schreiben gerade an einem Paper, das sich genau mit dem Thema von digitalen Medien, von Applikationen in Zeiten von Pandemiebekämpfung in China befassen und werden uns gleich ein bisschen was von ihren ersten Resultaten und ersten Ergebnissen berichten. Kai, magst du einmal guten Tag sagen? Jo, hi. Jörg ist auch dabei, Jörg Pohle. Hallo. Jörgs Forschungsinteressen umfassen im Grunde die Schnittmenge von Informatik, Recht und Gesellschaft und er ist tatsächlich in einem Forum aktiv, was wir gerade schon von Denise kurz gehört haben, nämlich im Forum der Informatikerin für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, die tatsächlich eine Datenschutzfolgeabschätzung für Corona-Apps veröffentlicht haben. Und was da im Fokus steht, wird Jörg uns auch später berichten. Und zuletzt begrüße ich Tina. Hi Tina. Hallo. Tinas thematischer Fokus liegt auf digitalen Plattformmodellen in Europa und dem Einfluss der Digitalisierung auf internationalen Handel. Tina ist aber vor allem Teil von ganz vielen dieser Hackathons gewesen, die in der letzten Zeit veranstaltet wurden, sowohl auf deutscher wie auch auf europäischer Ebene und wird vor allem mit einem starken Fokus auf das Thema Open Access und der Frage danach, wie auch Zivilgesellschaft sich vielleicht an der Lösung von Pandemiebekämpfung beteiligen kann, wichtigen Input zum Panel beitragen. Herzlich willkommen, Tina. Kai und Katja, mögt ihr vielleicht starten und uns eure ersten Ergebnisse aus dem von euren ersten Ergebnissen aus eurem Paper erzählen? Gerne, ja. Ich glaube, ich fange da mal gerade an, weil ich habe eher in den Applikationsbereich geschaut und Katja in den rechtlichen Rahmen, wie das vielleicht noch ein bisschen einbetten kann danach. Und ja, auch Denise, vielen Dank für den, thank you very much for the input. Wir haben ja in ähnlichen Kategorien quasi die Anwendungsbereiche angeschaut, wie auch Denise es analysiert hat. So zum einen geht es um das Contact Tracing, sehr prominent, die Vollstreckung von Epidemie- und Kontrollmaßnahmen und natürlich auch durch die Innovation im medizinischen Bereich, im Gesundheitswesen, die sehr maßgeblich dazu beigetragen haben, dass China da Corona-Strategie erfolgreich bisher gefahren hat, zumindest so die auch die Narrative aufrechterhalten konnte. Und genau, also ich glaube, der QR-Tracing-Bereich ist so wahrscheinlich der dominanteste und der am ehesten auch hervorspringt. Da geht es natürlich zum Hauptteil um das Verfolgen von mobilen Handydaten, zum einen durch die Apps, die drunter geladen wurden auf den Handys, aber auch durch das Geo-Tracing von den Nummern selber. Vielleicht noch, bevor wir zu den QR-Codes kommen, eine wichtige, vor allem in den frühen Tagen der Prävention und der Kontrollmaßnahmen, war die Auswertung dieser Daten auf einer Makro-Ebene. Das heißt, es geht jetzt nicht um das Tracing der einzelnen Personen auf dem Mikrobereich, sondern eher um zu verstehen, wo die Bevölkerungsmassen wann quasi sich bewegt haben, auch vielleicht so Wahrscheinlichkeiten oder Risikobereiche besser identifizieren zu können. Da gibt es schon seit einigen Jahren auch von Baidu ein großes Projekt, Baidu Migration Map, wo man quasi anhand der Baidu Maps, quasi ist ein ähnliches Produkt wie Google Maps, die Personen, die es runtergeladen haben, die werden getraced. Man kann es dann auf einer Makro-China-Ebene eben ganz gut sehen, wo, an welchem Tag, zu welcher Stunde quasi die Bevölkerungsmassen sich bewegt haben. Und darauf, das war sehr, sehr populär in den Medien. Ich denke, es gibt ganz viele andere Produkte, die es ähnlich machen, über 300 verschiedene Visualisierungstools, die da entstanden sind und auch maßgeblich dazu beigetragen haben, um dann bestimmte lokale Regulierungen eben einzusetzen. Und die andere Seite der Coin quasi,
die auf der Mikroebene quasi diese gleichen Daten ausgewertet und genutzt haben, sind eben diese QR-Code-Apps. Die sind in China auch sehr weit verbreitet mittlerweile, muss man sagen. Es gibt eigentlich gerade in Großstädten kaum ein Geschäft, kaum ein Supermarkt, kaum eine U-Bahn oder sonstiges öffentliches Leben. Auch die Gebäudekomplexe, in denen die Leute leben und arbeiten, werden mit QR-Code-Scanners versehen. Das heißt, man muss sein öffentliches Leben oder sein Leben generell eigentlich mit diesen QR-Codes bestreiten. Das kann man nicht unterschätzen, wie sehr das innerhalb von wenigen Monaten eben Einzug gehalten hat. Und was vielleicht noch wichtig wäre zunächst, bevor wir so auf die technischen Fragen kommen, ist, dass das auch wahnsinnig dazu beigetragen hat, dass Leute ein Gefühl der Sicherheit vermittelt bekommen haben. Das heißt, in Gebäude zu gehen, in den Arbeitskomplex zu gehen und zu wissen, dass alle, die reingekommen sind, einen grünen Code hatten, vermittelt wahnsinnig viel Ruhe und Sicherheit. Und das haben wir vielleicht auch in Deutschland gerade als Gegenbeispiel ganz gut, auch selber gerade in unserer Wahrnehmung, dass man eben nicht genau weiß, in welchem Supermarkt, in welchem Geschäft und so weiter eben die Gefahr groß ist oder nicht. Und das ist ein wichtiger Teil gewesen. Aber wie auch Denise schon angesprochen hat, das hat sich sehr fragmentiert, sehr schnell. Es gibt keine eine App, die dieses QR-Tracing alleine macht. Es ist ein Hauptmodell eben von Alibaba und Tencent, das sehr weit verbreitet ist. Aber es gibt zum einen von staatlicher Seite, von den Telekommunikationsanbietern noch eine App. Es gibt aber auch von Baidu eine eigene App dazu. Es gibt von vielen privaten Unternehmen verschiedene Apps. Es gibt laut einem Bericht über 100 verschiedene QR-Apps, die auch dadurch entstanden sind, dass lokale Regierungen eben am Anfang das Modell in Hangzhou gesehen haben. Das war die erste Stadt, in der das quasi eingeführt wurde. Und dann auf eigene Initiative eigene Apps hervorgebracht haben. Und die beruhen dann teilweise auf verschiedenen Datensätzen, wie auch Denise gesagt hat. Die haben aber auch verschiedene Arten der Instandhaltung und der Erneuerung der Daten. Das Problem ist auch, dass dann teilweise die QR-Codes anderer Provinzen nicht anerkannt werden. Das heißt, man braucht, wenn man sich nicht mehr bewegt, teilweise verschiedene Apps. Oder man muss, wenn man eine neue Provinz irgendwie betritt, eine App runterladen und 14 Tage in Quarantäne geben, damit dann innerhalb dieser Provinz ein neues Bewegungsprofil ausgewertet werden kann. Und das ist ein wahnsinnig großes Problem, gerade auf der Makroskala. Da wird gerade viel dran gearbeitet. Vielleicht noch ein paar Fragezeichen, die auch bei den QR-Tracing-Apps entstanden sind, ist zum einen der technische Aufbau. Wir reden hier nicht von so Bluetooth-Apps, wie wir es in Deutschland jetzt gerade besprechen, sondern es geht um künstliche Intelligenz-Algorithmen, die auswerten, wie hoch eine Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand den Virus sich eingefangen hat. Und es geht quasi da um verschiedene Inputs, die zum Beispiel das Bewegungsprofil eben, aber auch die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes. Und dann kommen noch Kontaktpersonen dazu, die man angibt. Und aus verschiedenen Daten wird dann eben eine Wahrscheinlichkeit errechnet, die aber in den meisten Fällen, in fast allen Fällen, zumindest ist mir keiner bekannt, wo es nicht so ist, die es völlig untransparent machen, wie dieser Auswertungsprozess zustande kommt. Und da ist natürlich auch die Frage, ob gerade diese Selbsteinschätzungen vielleicht auch ein großes Risiko birgen. Das gab schon auch vor einigen Jahren von Google eben ein ähnliches Projekt, wo man eben versucht hat, durch den Input von Personen zu antizipieren, wo sich verschiedene Risikoherde gerade ausbreiten. Und es hat sich als so wahnsinniger Flop erwiesen damals. Und die Frage ist heute auch noch nicht geklärt, ob wirklich der Selbstinput, der irgendwie da auch eine Rolle spielt, ob der nicht vielleicht auch bestimmte Rückschlüsse eben fälschlich ausweist und dass es da eben vielleicht zu Fehlerraten kommt, zu falschen, also false positives, false negatives. Das ist heute eben nicht ganz klar, weil es auch gerade so intransparent ist, kann man das auch wahrscheinlich auch erst in ein paar Monaten auswerten, wie erfolgreich diese Apps funktionieren. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die durch diese künstlichen Intelligenz-Algorithmen auch durch Reinforced Learning, Machine Learning auch besser werden mit der Zeit. Also man kann vielleicht auch die Anfangsprobleme in ein paar Monaten wieder wegbügeln mit besseren Algorithmen, aber das muss man alles eben sehen. Genau, ein zweiter Bereich war eben die Smart City Infrastruktur, gerade um die Vollstreckung der Maßnahmen eben zu prüfen und zu verstärken. Da gab es ja ganz verrückte Projekte wie Drohnen, die eben rumfliegen und schauen, ob Menschen Masken tragen und die dann ermahnen auf offener Straße. Es gibt Roboter, die durch Häuser und durch Straßen fahren, um Desinfektionsmittel rauszusprühen. Es gibt automatische Türschlösser, die in Wohnkomplexen angebracht wurden, um dann selbst zu schließen, wenn der Bewohner quasi offiziell getestet
positiv getestet wurde, dann wurde nicht mehr in die eigene Wohnung reingelassen. Das heißt, die Smart City Infrastruktur wurde da wahnsinnig erweitert und gerade auch im Bereich Facial Recognition ist da viel passiert. Da gab es eben schon seit Jahren, also China ist das Land mit den meisten Facial Recognition Kameras, schon seit Jahren, die wurden alle geupgradet, kann man so sagen, mit Sensoren, die auch die Temperaturen aufnehmen können, um dann die, also nach der Identifizierung der Person auch den aktuellen Temperaturstand eben mit eintragen zu können. Und das wird dann an lokale Sicherheitsbehörden dann weitergegeben, die dann diese Person auch gegebenenfalls irgendwie noch testen können. Ein zweiter Bereich, der da entstand, ist das sogenannte Thermal Image Recognition. Das ist quasi eine Alternativtechnologie, die dann nicht auf Facial Recognition mit Kameras beruht, sondern auf Thermalbildern. Und diese beiden Technologien sind so weit vorangeschritten, dass trotz dem Maskengebot, was es ja fast überall gibt in den Großstädten, dass die Menschen immer noch mit Trefferraten über 90% identifiziert werden können. Das heißt, es ist wahnsinnig viel passiert in den letzten paar Monaten in dieser Überwachungsstaattechnologie. Die ist zum einen viel besser geworden, wurde in einen neuen Teil des Lebens implementiert und hat auch neue Anwendungsbereiche gefunden, wie eben dieses thermale Bildauswertung. Und genau, der dritte Teil, der auch sehr interessant ist, ist der Bereich der medizinischen, der KI in der Medizin und im Gesundheitswesen. Da wurden zum einen von Alibaba und anderen Unternehmen auch Algorithmen unter anderem zum Open Access freigegeben, da wird vielleicht Tina auch gleich noch was zu sagen, um zum Beispiel die CT-Scan-Auswertungszeit massiv zu reduzieren, von, weiß nicht, 50 Minuten auf 20 Sekunden runter. Und ähnlich war das bei dem Sequencing, heißt es, von der RNA-Struktur von Covid-19, die auch auf wenige Sekunden runter gekürzt werden konnte. Aufgrund von erfolgreichen KI-Technologien, die schon seit Jahren auch entwickelt wurden. Was aber auch passiert ist auf so einer auf einer makropolitischen Ebene, ist, dass das Krankenhauspersonal, die Koordinationsplattformen entstanden sind, um auf lokalen Bereichen verschiedene Krankenhäuser bei der Koordination von Personal zu helfen. Es hat teilweise sehr gut funktioniert und ist sehr wichtig. Ich meine, das ist in Deutschland ja auch ein großes Problem, wo welche Betten frei sind, wo Personal frei ist und so weiter. Das Problem ist, dass es auch in China sehr limitiert in bestimmten Regionen entstanden ist. Das heißt, da gibt es ähnlich wie bei den QR-Codes auch eine starke Fragmentierung und bestimmte sogenannte Data-Silos und verschiedene Eintrittsbarrieren sind da entstanden, die es dann den Krankenhäusern und den Gesundheitsbereichen Chinas dann auch schwierig macht, an dieser Digitalisierung teilzunehmen. Und es definiert sich hauptsächlich an dieser Rural, also an der Stadt-Land-Grenze, aber nicht alleine. Und genau, das ist quasi so zusammenfassend hauptsächlich ein Problem der Standardisierung. Da geht es auch um die Datenschutz, der einfach gerade bei dieser Auswertung von diesen ganzen QR-Codes sehr gering ist. Es werden hunderte von Millionen QR-Codes jeden Tag gescannt und damit der Access freigegeben zu persönlichen Daten und der ist einfach sehr gering gehalten. Und da hat das chinesische Informationsministerium gerade auch die ersten Anstrengungen vorgenommen, um das zu standardisieren, aber im Moment ist es noch eine sehr fragmentierte und unreglementierte Landschaft. Und genau, da kann Katja jetzt eben vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Danke. So, ich springe einfach mal direkt rein oder willst du noch kurz überleiten, Matthias? Ich will nur kurz sagen, wenn zwischendurch Fragen auftauchen, bitte einfach in den Chat hineinschreiben. Ich werde dann gegen Ende ein bisschen sammeln und zuweisen. Danke. Ja, super. Ich versuche mich kurz zu halten, was natürlich aber nicht ganz so leicht ist bei den vielen spannenden Sachen, die wir herausgefunden haben. Bevor ich nochmal ein bisschen genau auf unsere Untersuchungsergebnisse bisherigen eingehe, wollte ich noch kurz sagen, wir sind jetzt nicht die beiden alleinigen Autoren, sondern unsere Programmleiterin, die Christine Schkupfer ist auch noch mit von der Partie und David Lenz, der aktuell Praktikant bei uns ist und heute unter den Zuschauern. Von daher auch noch kurzer Shoutout zu ihm und seiner Beteiligung. Genau, also vielleicht, bevor ich irgendwie eher so zu den datenschutzrechtlichen Aspekten komme, noch erstmal zum größeren Rahmen, in dem das in China stattfindet. Also ganz viel von der Aufmerksamkeit hat sich ja auch darauf konzentriert, dass im Prinzip die erste App innerhalb von 5 Tagen da stand und quasi losgelegt werden konnte. Und da ist es ganz interessant zu gucken, wo das denn angefangen hat.
natürlich in Hangzhou oder speziell auch in Zhejiang, weil genau dieser Ort ist im Prinzip der Pilotort oder so ein bisschen der Vorreiter insgesamt von E-Governance und quasi den ganzen Digitalisierungsprojekten, die jetzt seit ja im Prinzip schon eine Dekade oder anderthalb Dekaden eben von der chinesischen Regierung auch vorangetrieben werden. Da gab es wirklich seit 2002 immer wieder in verschiedenen Etappen so relativ komplexe Digitalisierungspläne und Programme. Viele in den letzten Jahren auch unter dem Stichwort Internet Plus, also Internet Plus Monitoring oder Internet Plus Verkehr. Aber da, und das ist eben das, was Kaya auch mit rausgefunden betrachtet hat, zum Beispiel den Aspekt Internet plus Gesundheit, also wo man sich wirklich konkret auch bemüht, IKT in den Bereichen immer anzuwenden. Also es ist schon so ein bisschen dieses Digital by Default Prinzip, wo man ja auch hier öfter von spricht, wird da eben sehr zentral staatlich auch gefördert über ganz viele Bereiche hinweg. Und mit Hangzhou sozusagen als Vorreiter ist es jetzt auch nicht ganz so verwunderlich, dass da die ersten Apps kamen und eben die Integration so weit war. Da ist es sowieso so, dass viele Bürger eben auch auf ihren Handys eine eGov-App haben, worüber ganz viel schon abgewickelt ist und auch sich an sich in anderen Landesteilen quasi die Verwendung von QR-Codes einfach auch schon extrem angewöhnt ist. Also ich kenne es ja auch aus meinem Leben da, wenn man einkaufen geht, wenn man mit Freunden die Rechnung teilt, wenn man Informationen in der Uni oder an der Arbeitsstätte haben will, man scannt einen Code und dann erscheint es quasi auf dem Bildschirm oder öffnet sich im Browser. Das heißt, da hat einfach in China auch davor schon ein wahnsinniger Gewöhnungseffekt stattgefunden, sodass das vielleicht auch ein bisschen die schnelle Adaption in der Bevölkerung erklärt und warum das an sich als Prinzip ziemlich gut angenommen wurde. Zum Beispiel ist es eben auch so, also dass auch bei der Zahlung der Wasserrechnung oder so weiter, das bisher schon als Mini-Programme eben in den großen Apps integriert war, Alipay oder eben auch in WeChat. Das heißt, dass im Prinzip ja diese neuen Apps da auch ein Teil von dem bereits bestehenden Ökosystem an Applikationen sind. Das heißt natürlich nicht, dass es in Deutschland nicht eben auch sehr schnell Gewöhnungseffekte geben kann. Aber gerade in China ist es schon wichtig zu sehen, dass der Staat im Prinzip diese Digitalisierungsstrategien auch so als Katalysator für neue Anwendungen und für Entwicklung seitens der großen Unternehmen sieht. Und eben da für sich auch großen Nutzen in der quasi Effizienzsteigerung in der Governance drin sieht. Und dementsprechend ist auch bisher der Rechtsrahmen oder an sich so der regulative Rahmen zum Umgang mit personenbezogenen Daten sicher auch bewusst ein bisschen lockerer gestrickt. Insgesamt kann man, wenn man es sehr vereinfacht gegenüberstellt, also Datenschutzgrundverordnung hier und dann eben die Gesetze und Regularien, wie sie in China sind, dass es, kann man sagen, dass es dort einfach wahnsinnig viel fragmentierter ist. Es gibt jetzt nicht quasi das eine, die eine Datenschutzgrundverordnung, sondern die Bestimmungen sind verteilt über zum einen die allgemeinen ja, Teile des Zivilrechts, ein erstes Zivilgesetzbuch, ein zusammenfassendes, ist gerade erst in Arbeit. Dann hat man das Cybersicherheitsgesetz, was sich aber eigentlich mehr mit Sicherheit der Dateninfrastruktur befasst, aber jetzt erste quasi Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten mal so rechtlich doch weiter kodifiziert hat. Allerdings ist ein Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten und ein Datensicherheitsgesetz jetzt gerade erst auf die legislative Agenda gekommen. Das heißt, bis es da quasi in ja, quasi nationalen Gesetzen wirkliche klare Vorgaben gibt, wie mit personenbezogenen Daten umzugehen ist, das wird noch einige Jahre dauern. Stattdessen sind eben die Details eigentlich eher in Spezifikationen, Standards und so weiter verschiedener Behörden zu finden. Das ist natürlich dann in der Anwendung auch ein Riesenunterschied, weil ja zum Teil die lokalen Akteure, also die Lokalregierungen, die jetzt damit eben Unternehmen diese ganzen Initiativen auch starten, zum Teil da einen weitaus lockereren Rahmen für ihre Aktionen haben und zum Teil auch einfach gar nicht so über die Komplexität informiert sind oder die gar nicht das ganze Bild dessen haben, was sie eigentlich einhalten sollten, idealerweise.
In China, wiederum ähnlich wie hier, gibt es natürlich schon die Möglichkeit, im Falle wie jetzt eben so einer Pandemiebekämpfung von den ja, vorgegebenen Normen sozusagen auch abzuweichen, also quasi Derogation im Notfall. Und da ist es jetzt interessant zu gucken, was haben die denn gemacht, also was haben die erlaubt, was waren da so die ersten Vorgaben, die ein bisschen auch dementsprechend, was ja gerade auf europäischer Ebene zum Beispiel mit dem Toolkit, ne? Also was schafft man da sozusagen für einen Rahmen, was sendet man für ein Signal nach außen, was erwünscht ist, weil aktuell ja auch erstmal sehr schwer zu sagen ist, was denn überhaupt angemessen und proportional ist. Und da gibt es eben von der obersten quasi Internetregulierungsbehörde eine Benachrichtigung, die zum Teil wirklich auch nochmal verdeutlicht, dass Datenschutzstandards, die bestehenden, natürlich in allen Anwendungen und neuen Initiativen eingehalten werden muss. Aber das tut sie da drin. Sie ermutigt explizit zur Zusammenarbeit und zwar möglichst schnell mit Unternehmen, um eben neue Lösungen zur Pandemiebekämpfung zu finden. Also und insgesamt sozusagen vom politischen, vom Policy-Rahmen her gilt, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheit steht auf jeden Fall vor dem Schutz der individuellen Rechte hier. Heißt jetzt nicht, dass es in China nicht auch eine lebhafte Debatte gibt. Gerade eigentlich vor der Covid-19, vor dem Ausbruch, wurde relativ heiß das Thema Gesichtserkennung, also Facial Recognition, debattiert. Und da sieht man eigentlich gerade einen Moment, wie auch der Staat natürlich das nutzt, um zu argumentieren, nein, also der Aufbau von Monitoring- und Überwachungsinfrastruktur, was in den letzten Jahren extrem stark vorangetrieben wurde, eigentlich im Prinzip bei allen öffentlichen Knotenpunkten, Transportwegen, aber eben auch in öffentlichen Plätzen wie Unis, wie Bus, Bahn, Zug und so weiter, dass das doch eigentlich der große Vorteil Chinas jetzt war. Also dass es auch an sich quasi das, ja, ich sage jetzt mal auch im globalen Wettbewerb mit anderen Staaten, der große Startvorteil war, den China jetzt hatte. Also auch dieser große Versuch, jetzt sowohl die rechtlichen Bedingungen als auch eben die Anwendungen als proportional, als sinnvoll und so weiter zu präsentieren. Aber ich denke, da kann gerade, wenn man sich das mehr im Detail anschaut, was die Probleme sind, inwiefern das überhaupt nützlich war, auch vielleicht ein bisschen im Vergleich zu anderen asiatischen Nachbarländern, wie Korea oder eben auch Taiwan, die ja zum Teil mit ähnlichen Ansätzen experimentiert haben und da auch sehr technikaffin waren, ist es natürlich für uns jetzt sehr spannend zu sehen, wie stark war eigentlich die Wirksamkeit und ist es da eigentlich wert, Grundrechte einzuschränken oder wie hoch sind sozusagen die Fehlerquoten? Wenn man jetzt zum Beispiel auch, Kai hat es ja kurz angeschnitten, in China schaut, diese Zusammenführung auch von Technologie wie Körpertemperaturerfassung eben mit den Bewegungsprofilen. Natürlich waren bei ganz vielen im Winter, die draußen gemessen wurden, die Körpertemperatur auf einmal bei 32 Grad oder die waren heftig unterkühlt. Andere kenne ich auch aus Einzelfällen, die schwanger waren und dadurch eine erhöhte Körpertemperatur hatten, haben ständig ein rotes Licht bekommen und wurden dadurch stark eingeschränkt. Also es sind einfach viele kleine Dinge, die man bedenken muss und auch wirklich schauen muss, haben die denn so eine starke Funktion, dass es sich lohnt, vor allem die expansiveren Nutzungszwecke, wo dem Staat eben bestimmte personenbezogene Daten und den Unternehmen preisgegeben werden, so weit zu gehen oder gibt es andere Lösungen? Vielen Dank dazu, Katja. Da waren unheimlich viele spannende Dinge drin, glaube ich, die es sich lohnt, noch weiter zu diskutieren. Gerade die Frage nach sozusagen dem Einzelnen gegen die Gesellschaft, was überwiegt, aber eben auch die Frage danach, wie wirksam sind denn solche Anwendungen tatsächlich, so wie du gesagt hast. Vielleicht hat man nur so eine Art Pseudo-Sicherheitsgefühl, was erzeugt wird, aber tatsächlich in der Endauswertung kommt man damit gar nicht so sehr weiter. Und du hast gesagt, dass es in China eben durchaus einfach kulturell eine andere Tradition gibt mit Blick auf Datenschutz und Privacy. Und es ist ja durchaus so, dass wir jetzt aber tatsächlich mit der Datenschutzgrundverordnung in Europa jedenfalls etwas haben, ein Reglement, an dem wir uns abarbeiten können und sollten und das eben auch potenziellen technologischen Innovationen zugrunde liegen sollte. Und deswegen, glaube ich, ist es umso spannender zu schauen, was sind denn jetzt so klassische Forderungen, die wir aufstellen könnten. Jörg, du forschst ja am HIC zum Thema Datenschutz, Privacy und hast dich eben, ich habe das gerade schon gesagt, gemeinsam
mit dem Forum der Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, FIF in kurz. Habt ihr tatsächlich so eine Art Datenschutz-Folgeabschätzung für potenzielle Corona-Apps gemacht? Kannst du vielleicht schnell erzählen, welche Apps habt ihr euch angeguckt, zentralisiert, dezentralisiert, also dezentrale Datenspeicherung, und was sind so eure wichtigsten Forderungen? Worauf müssen wir jetzt achten, wenn wir sozusagen vielleicht auch am Vorbild Asien, aber jetzt in der europäischen Zugang auf das Thema entwickeln? Vielen Dank. Also das Erste, es gibt sehr viele Apps, die sehr unterschiedliche Zwecke verfolgen. Das heißt, das Erste, was man machen muss, ist, man muss darüber reden, über welche Zwecke man eigentlich redet. Und das liegt daran, dass insbesondere Systeme, die mehr als einen Zweck verfolgen, auch möglicherweise sehr unterschiedliche Zwecke, dass die jeweils sehr viel komplizierter oder komplexer werden. Und dass es für die sehr viel schwieriger ist, zu sagen, ob die Eigenschaften haben, die möglicherweise Grundrechtsauswirkungen haben oder nicht. Bis zu dem Punkt, dass Systeme so komplex werden können, dass sich über ihre Folgen nichts Sinnvolles mehr sagen lässt. Sondern dann kann man halt nur schauen, die kann man in die Welt werfen und dann kann man nur schauen, was die tun. Und hinterher kann man sagen, so ein Pech, ist aber schiefgegangen. So richtig gestalten kann man nur Systeme, wenn man die sozusagen zweckspezifisch hält. Also wenn man sozusagen möglichst beschränkte Zwecke definiert und wenn man sich diese Zwecke genauer anschaut. Insofern haben wir einen einzigen Zweck betrachtet, nämlich dieses Contact Tracing, also der Versuch herauszufinden, ob Menschen mit anderen in Kontakt gekommen sind, bei denen sich dann hinterher herausgestellt hat, dass die infiziert waren, und so dass man die ersten dann informieren kann darüber, dass sie exponiert waren. Und möglicherweise, und da hängen ganz viele Dinge dran, Wahrscheinlichkeiten, Berechnungen, dass sie wahrscheinlich infiziert sind oder sein könnten. Und was wir uns angeschaut haben, sind die im Wesentlichen diskutierten drei großen, also wir haben die zusammengefasst unter drei großen Verfahren. Das eine ist der sogenannte zentrale Ansatz, der insbesondere von PEP-PT vertreten wurde. Dann der dezentrale Ansatz, sogenannte dezentrale Ansatz. Ich kann dazu gleich noch ein bisschen was sagen, warum das ein bisschen ein schwieriger Begriff ist. Der von DP3T, für das inzwischen auch tatsächlich eine App entwickelt wird. Die sich dann abgespalten hatten von PEP-PT, die eigentlich eher so ein Teilprojekt waren und die sich dann abgespalten haben, weil sie festgestellt haben, dass PEP-PT nicht offen halten wollte, ob man den zentralen oder den dezentralen Ansatz folgt, sondern sich dann auf den zentralen fokussiert hatte. Und etwas, über das dann vielleicht Tina noch ein bisschen was sagen kann, aus den Hackathons. Jemand vom CCC, Linus, war sozusagen in dem ersten großen Hackathon in Deutschland in der Jury und hat da so ein paar von den Vorschlägen, die da gemacht wurden, zusammengefasst und hat denen so eine Struktur gegeben, in denen er gesagt hat, okay, was müssen denn aus Privacy- und Datenschutzgesichtspunkten irgendwie die zentralen Anforderungen sein und die zentralen Eigenschaften dieser Systeme. So, und das heißt, wir haben uns am Ende dann im Wesentlichen auf die dezentralen Modelle konzentriert. Und an der Stelle nochmal der Unterschied. Beide übermitteln Daten an einen Server und der Server ist dafür verantwortlich, die Daten weiterzutragen. Der Unterschied zwischen dem dezentralen und dem zentralen Modell ist, dass bei dem zentralen Modell die Daten sozusagen gegenüber dem Server aufgedeckt werden müssen, damit der Server die Expositionsberechnungen durchführen kann. Und dann sendet der Server an diejenigen, die exponiert waren, Informationen darüber, dass sie exponiert waren. In dem anderen Fall dient der Server nur der Verteilung der Daten an alle anderen Apps. Und die Apps berechnen lokal, ob sie exponiert waren, also ob der Träger des Smartphones oder die Trägerin des Smartphones exponiert war in der Vergangenheit, weil eine der Personen, die infiziert war,
sozusagen in der eigenen Kontakthistorie auftaucht. In dem einen Fall ist also der, im dezentralen Fall ist der Server relativ dumm, relativ beschränkt und kann deshalb besser unter Kontrolle gebracht werden. In dem anderen Fall hat der Server irgendwie wichtige Aufgaben und muss deshalb sozusagen alle Daten kennen, und zwar sowohl von denen, die infiziert wurden, als auch von denen, die nicht infiziert wurden, damit er diese Kontaktereignisse berechnen kann. So, und unsere wesentlichen Forderungen, die wir am Ende dann mit veröffentlicht haben, sind in jedem Fall, obwohl das eigentlich das Gesetz schon vorsieht und die Verantwortlichen dazu zwingt, das zu machen, aber es bisher in Europa hat das ein einziger anderer gemacht, das österreichische Rote Kreuz. Eine Datenschutzfolgenabschätzung muss durchgeführt werden, also eine strukturierte Risikoanalyse, die die Folgen für die Grundrechte betrachtet und für die dann jeweils für die identifizierten Risiken dann Lösungen vorschlägt und zeigt, dass wenn man diese Lösungen umsetzt, dass dann die Risiken minimiert oder ausgeschlossen werden können. Die Datenschutzfolgenabschätzung muss veröffentlicht werden, damit man sinnvoll darüber redet. Erstens, worüber redet man eigentlich in dem Bereich, wenn man über bestimmte Apps zum Beispiel redet? Ja, ist das diese App und jene App, sind die vergleichbar oder sind sie das vielleicht nicht? Das kann man nur auf der Ebene einer genauen Beschreibung dessen, was die App eigentlich tut und für welche Zwecke. Wir haben auf jeden Fall gesagt, dass Freiwilligkeit, insbesondere die informierte Einwilligung, eine Illusion ist, vor dem Hintergrund der realen Bedingungen, unter denen diese App in der Gesellschaft eingesetzt wird, und dass es stattdessen einer geeigneten Rechtsgrundlage bedarf. Einer Rechtsgrundlage, in der dann zum Beispiel auch diese Zweitnutzungen, wie zum Beispiel, dass die App als Eintrittskarte in das öffentliche Leben benutzt wird, dass das dort geregelt wird und dass eben dort dann auch geregelt werden muss, dass diese App insbesondere dann von Dritten auch eben nicht dafür genutzt werden darf und die sozusagen nicht genutzt werden darf, um dort als Eintrittskarte benutzt zu werden. Weil das wiederum, das hat auch epidemiologische Gründe. Ja? Also wenn die Leute wissen, dass die App so benutzt wird, dann können sie ganz viel an den Daten manipulieren. Und zwar schlicht und ergreifend, indem sie das Smartphone mal zu Hause lassen, wenn sie zu einer Corona-Party gehen, um das mal böse zu sagen. Ja? So, und das, dann ist plötzlich wird das gesamte Verfahren unsinnig. Und das heißt, die App erfüllt ihren Zweck nicht mehr. Und dann, wenn die App ihren Zweck nicht erfüllt, dann ist jeder Grundrechtseingriff sozusagen nicht rechtfertigbar. Und wir haben tatsächlich sehr viel Wert darauf gelegt, wie in diesem ganzen Verfahren, das da stattfindet und in das die App eingebunden ist, sowohl Anonymität sichergestellt werden kann, also rechtlich, technisch und organisatorisch, als auch wie die betroffenen Rechte, zum Beispiel, was passiert eigentlich, wenn sich eine Diagnose hinterher als falsch herausstellt und irgendwelche Daten zurückgerufen werden müssen. Wie setzt man das eigentlich um in einem Verfahren, in dem man gleichzeitig umsetzen will, dass die Daten anonymisiert werden? So, und das ist eine große Herausforderung, aber die muss man an der Stelle angehen. Und wir haben darauf hingewiesen, dass die Berechnungsverfahren öffentlich gemacht werden müssen, damit man eben nachvollziehen kann, nach welchen Kriterien eigentlich da diese sowohl die Kontaktereignisse als auch die Expositionsereignisse berechnet werden und ob das tatsächlich haltbar ist. Also ich meine, das können wir dann nicht einschätzen, aber zumindest können wir eine Art der Offenlegung erzwingen, die dafür sorgt, dass andere einschätzen können, ob das Verfahren haltbar ist und zu validen Ergebnissen führt. Ja. Und ansonsten sind wir gerade dabei, das sozusagen europaweit zu veröffentlichen. Wir haben das erst in Deutsch rausgebracht, jetzt inzwischen auch in Englisch. Die Übersetzung ins Französische steht an und ins Spanische. Und wir hoffen, dass wir das bis zum Ende des Monats durchhaben und dass das dann eine europäische Diskussion ergibt und dass das für die europäische Diskussion über die, nicht nur allein über diese App oder allein über diese Verfahren in der Corona-Krise, sondern insgesamt ein Maßstab wird, wie man über Technik und Technikgestaltung an der Stelle öffentlich kommuniziert. Ja.
Vielen Dank, Jörg. Das ist super spannend. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das mal nachzulesen, auch auf der Seite, weil natürlich Datenschutzfolgeabschätzung ist ein Teil dessen, was DSGVO uns vorschreibt, eben wenn Innovation und Technologie vorangetrieben werden. Und deswegen finde ich, lohnt es sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und ich glaube auch, dass es ein absolut guter Ausgangspunkt ist, auf dem man tatsächlich dann auch europäisch diskutieren sollte. Tina, du warst jetzt bei Hackathons sowohl bei dem deutschen Wir versus Virus, ich glaube auch bei dem europäischen dabei. Und du hast gesagt, das Thema Open Access ist noch eines, was man hier in den Diskurs reinbringen müsste. Kannst du uns das ein bisschen näher erklären und kannst du uns vielleicht auch von deinen Erfahrungen erklären? Jörg hat gerade schon auf Linus vom TCC zurückgewiesen und dass es durchaus auch einige Projekte aus diesen Hackathons gibt, die entstanden sind, die jetzt in manchen dieser Konsortien, die an App-Entwicklung weiterarbeiten, aufgegangen sind. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr ins Bilde bringen. Ja, gerne. Also vorab, ich glaube, ganz viel wurde gerade schon gesagt, deswegen werde ich mich relativ kurz halten. Das stimmt, ich habe sowohl an dem Virus-Hackathon teilgenommen und ich hatte das nochmal nachrecherchiert. Von all den Submissions, die es damals gab, gab es nur 3 direkt zu Tracing, aus denen jetzt aber trotzdem auch ein Projekt geboren ist, was auch eine App entwickelt, die über Niederlande, Deutschland, und ich glaube auch Großbritannien hinausgestreckt ist und auf die ich gleich auch nochmal eingehen werde. Grundsätzlich aber war damals, und das war Ende März, als das stattfand, der Fokus viel mehr auf Projekten, wie untereinander Nachbarschaften sich helfen können. Also die eigentlichen Projekte, die damals gefördert wurden und auch immer noch mit gefördert werden, liegen auf Plattformen und Apps, wie eben sich kollaborativ Nachbarschaften oder Leute untereinander helfen und supporten können. Genau, im Kontrast beim EU versus Virus Hackathon gab es insgesamt 68 Tracing-Apps, die submitted wurden bei DevPost. Also sozusagen 68 unabhängige Teams, die sozusagen gleichzeitig auch mit der Idee, eine App aufzubauen, ein Projekt sozusagen ja, submitted haben. Das heißt, generell die Tendenz ist steigend, dass es Bedarf gibt und dass mehr und mehr Teams unabhängig daran arbeiten, vielleicht auch unabhängig die Idee haben und nicht so ganz im Bilde daran sind, wer auch gerade daran arbeitet. Aber wie jetzt eigentlich schon alle 3 oder fast alle 4 auch schon gesagt haben, das Riesenproblem liegt eben an der Interoperabilität und an welches System man sich sozusagen am Ende angleicht und anschließt. Dazu dann eben auch diese App, die Jörg jetzt auch, glaube ich, schon angesprochen hat, oder diese App, die sich eben auch aus dem Wir versus Virus Challenge entwickelt hat, war diese Ito-App, die sich tatsächlich auch als Ziel gesetzt hat, zu verstehen, dass sie eigentlich erstmal eine Struktur bauen, auf deren Grundlage sozusagen alle möglichen Staaten dann ihre Apps entwickeln können. Weil alle Gesundheitsthemen, auch wenn wir einen European Single Market haben, alle Gesundheitssysteme sich in den europäischen Ländern stark unterscheiden. Und die Idee wäre sozusagen eine Grundstruktur zu schaffen, auf der dann die Länder eben unabhängig dann ihre Apps bauen könnten. Und genau die Pfeiler, die Sie sagen, ich würde die kurz mal vorlesen, eben wäre, dass es eine App ist, die auf die Consent-based ist, die Privacy ernst nehmen würde, die weltweit nutzbar wäre. Der Code ist Open Access, das heißt Menschen, die nötige Computer Literacy haben, würden auch nachlesen können, was passiert und dass es sozusagen möglichst transparent gehalten wird. Sie ist frei verfügbar und kann schnell installiert werden. Genau, also den Punkt, den ich so ein bisschen eigentlich nur einbringen wollte, war, dass tatsächlich sehr viel auch unabhängig von Unternehmen in der Zivilgesellschaft passiert, wenn es darum geht, Möglichkeiten zu schaffen und seine freien Kapazitäten einzubringen, um mögliche Plattformen zu schaffen, die all die Punkte, die GDPR bezogen sind, schon mal auch mit einbeziehen und das sozusagen gewährleisten. Ich würde trotzdem noch mal einen weiteren Punkt mit anschließen, der auch, glaube ich, über Punkte von Kai, Katja und Jörg auch noch mal aufkam, die Frage von Kosten und Nutzen. Also sozusagen, wenn wir wissen, es gibt immer die Gefahr von False Positive, False Negative. Ich hatte mir gerade eben auch nochmal die Verlaufskurven angesehen, wie Neuausbrüche sich verhalten. Und wenn du die Wurzel der höchsten Ausschläge nimmst und vergleichst mit den niedrigsten Ausschlägen,
gibt es momentan statistische Varianz, dass es im Endeffekt auf einer gleichen Linie sich verhält, im komplett April, seit April, sozusagen seit dem 1. April bis jetzt April, gab es sozusagen nicht wirklich eine Änderung sozusagen in der Art der Ausbrüche. Und da ist dann die Frage, inwiefern, wenn Denise sagt, dass 60% von Leuten mindestens auch diese App herunterladen müssten, beziehungsweise unterschiedliche Apps, selbst als unterschiedliche Apps. Jetzt steht Tina gerade. Steht Tina bei euch auch? Okay, dann holen wir sie hoffentlich gleich nochmal rein. Da waren aber schon ganz... Ah, jetzt ist sie wieder da, Tina. Ihr habt mich nicht gehört, oder? Der letzte Satz fehlte. Genau. Okay, dann ist mir nur nicht klar, ob es von welchem Satz es der letzte Satz war. Von welchem, hört ihr mich oder ist das? Ja, also der letzte Satz, in dem es darum ging, wie sich das Verhältnis zwischen den Quadratwurzeln der Ausbruchszahlen und des Means und der durchschnittlichen oder der Mindestausbruchszahl an den Tagen, wie sich das ändert oder eben nicht ändert seit Anfang April. Die Varianz. Genau. Okay, dann habt ihr relativ viel verpasst von dem, was ich noch gesagt hatte. Das ist aber gar nicht weiter schlimm. Im Endeffekt wollte ich nur sagen, wenn man sich, es ist ein komplexes Thema, ich glaube, so kann man es herunterbrechen, und die Frage von Nutzen und Kosten der Apps muss halt wirklich abgeschätzt werden, also sinnvoll abgeschätzt werden. Und da nochmal auch auf Denise bezogen, die ja auch sinnvollerweise gesagt hat, dass mindestens 60% der Gesamtbevölkerung im Endeffekt Apps nutzen müsste, die im Ideal für alle kompatibel miteinander sind, dass die Informationen sozusagen gemeinschaftlich ausgewertet werden können, ist dann die viel größere Challenge. Und wenn die gemeistert werden kann unter den Grundlagen, die wir alle unterschreiben, dann könnte es sinnvoll sein. Vielen Dank dir. Ich würde gerne diese Kosten-Nutzen-Frage vielleicht mal aufgreifen. Wir haben auch schon ein, zwei spannende Fragen im Chat, die würde ich gleich nochmal mit reinnehmen. Aber vielleicht eure Einschätzung sozusagen in Kenntnis auch der Lage in China, auch in Kenntnis der Tatsache, dass es da vielleicht auch so eine Art Placebo-Effekt hat, so ein Placebo-Sicherheitsempfinden, aber auch mit Blick auf das, was hier entwickelt wird und was wir eigentlich möchten, wenn wir jetzt mal beim Tracing bleiben. Wir haben noch gar nicht über Quarantine Enforcement, also über Apps gesprochen, die jetzt tatsächlich auch hier in Europa zum Beispiel gucken, hockt die ganze Zeit zu Hause und geht die jetzt nur 100 Meter weiter. Sowas Ähnliches hat Jan Spahn ja auch schon mal ins Feld geworfen. Wir bleiben jetzt mal beim Tracing. Wie ist das mit Kosten und Nutzen? Was ist eure Einschätzung mit Blick auf Grundrechte, aber mit Blick eben auch auf das, was gesellschaftlich an Pandemiebekämpfung möglicherweise Hilfsmittel und gutes Tool sein kann? Wer mag dazu? Ich würde einfach gleich mal reinspringen und anfangen und vielleicht auch so ein bisschen aus dem Kontrast heraus zwischen jetzt Festlandchina und Taiwan zum Beispiel mal darüber reden, weil dann kann ich nämlich auch gleich einen Punkt anbringen, den ich eben in der ersten Runde vergessen hatte, der eigentlich mit Blick auf China relativ wichtig ist, dass nämlich die Gesetze oder die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten da einen recht großen Unterschied machen. Und zwar sprechen die vor allem Unternehmen an, regeln aber relativ wenig, wo der Staat auf Daten zugreifen kann. Das ist natürlich jetzt gerade in der aktuellen Situation, gibt es dann halt die Möglichkeit zu sagen, ja, wir brauchen das eben zur Umsetzung von gerade gesundheitspolitischen Politiken und wichtigen Maßnahmen. Wir können dann aber wiederum auch sozusagen bis zu einem gewissen Grad die Datenschleusen zu Unternehmen öffnen, indem wir jetzt beschließen, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Das gibt natürlich erstens ganz andere Möglichkeiten. Zweitens entwickeln sich damit, was den Zugriff auf diese Datenpools angeht, natürlich auch ganz andere Interessenskonstellationen, die man damit bedenken muss. Dementsprechend wird auch gerade in der Kommunikation nach außen sozusagen jetzt
sehr stark darauf verwiesen, wie wichtig diese Apps waren. Also wo sie so wahnsinnig fragmentiert sind und zum Teil Leute 3-4 Apps haben, die zum Teil verschiedene Ergebnisse zeigen und es gerade im Moment ja auch an verschiedenen Orten in China wieder Ausbrüche gibt. Also da fragt man sich natürlich, wie stimmig ist das denn? Aber da so ein starkes sowohl politisches als auch wirtschaftliches Interesse an diesen Applikationen ist und die insgesamt einfach viel mehr sowohl Tracing als auch Enforcement bündeln, ist natürlich die Frage, wie weit Datenschutzfolgeuntersuchungen gibt es da quasi nicht. Stattdessen wird es als vollumfänglich wirksam präsentiert. Während zum Beispiel die taiwanesische Digitalministerin oder generell auch zivilgesellschaftliche Organisationen dann eher darauf verwiesen haben, dass es eben die eher analogen Maßnahmen sind, wie Masken tragen, wie Abstand halten, wie einfach auch die Information, also quasi dieses Empowerment durch Information der Bürger zu einem verantwortungsvollen Handeln eigentlich die wichtigere Rolle gespielt hat. Also von daher, gerade bei China sind manchmal, denke ich, auch die Interessen dahinter vielleicht noch wichtig in Betracht zu ziehen. Und da ist es jetzt irgendwie, wenn man auf Deutschland guckt und auch die Wünsche sozusagen von Kommunen und Gesundheitsämtern hier gerade geäußert wurden, natürlich auch ähnlich. Ne? Und bis zum gewissen Grade ist es auch verständlich, dass sie Zugriff darauf haben wollen, weil alles, was denen hilft, ihren Auftrag schnell und effizient zu erfüllen oder es zumindest so auch präsentieren zu können, ist natürlich extrem attraktiv. Heißt aber nicht, dass das automatisch der Fall ist. Also da vielmehr auch auf die Einzelfälle gucken, auf die langfristige Entwicklung. Vielen Dank. Ich habe Kai und der Jörg. Ja, Kai vielleicht zuerst, dann Jörg. Vielleicht ganz kurz noch zum Punkt in China. Ich glaube, dass es aus meiner Sicht mittlerweile in China nicht mehr darum geht, diese Kosten-Nutzen-Rechnung so zu lösen, dass man Corona vollkommen auf Null hält, dass es keine Neuinfektionen mehr gibt, dass es keine mögliche zweite Welle mehr gibt. Oder dass man der Lage generell vollkommen Herr wird. Es geht, glaube ich, vielmehr darum, dass die Kosten, die durch diese digitale Struktur, durch diese QR-Tracing-Apps, die Nebenwirkungen oder die Error-Rates, die dabei entstehen und die Konsequenzen, die Kosten, die damit entstehen, dass die geringer sind als der wirtschaftliche Schaden, der entstehen würde, wenn man die digitalen Mittel nicht einsetzen würde und vollkommen auf analog setzen würde oder einfach Geschäfte weiter schließen würde. Und ich glaube, es ist einfach auch eine wahnsinnige, allein die Geschwindigkeit, in der eben viele Programme auch ausgefahren wurden, zeigt eigentlich viel eher Verzweiflung ist zu viel gesagt, aber einfach einen großen Drang, das Pferd, auf das man gerade setzt. Und die Hoffnung ist, dass die Kosten, die dadurch entstehen, ja, ungeplante neue Brandherde an Corona und so weiter, dass die eben geringer sind als die wirtschaftlichen Kosten, die andererseits entstanden werden. Und ich hoffe, dass es in Deutschland eben, dass man die Diskussion eben auch viel öffentlicher führt. Das tun wir ja auch als in China, das entsteht und dadurch ist es einfach, glaube ich, auf einem ganz anderen Level auch die Art und Weise, wie QR-Tracing-Apps Einzug gefunden haben. Also ich will auf zwei kleinere Sachen hinweisen. Das eine ist, ganz viel von der Wirksamkeit hängt tatsächlich von Dingen ab, die zum Zeitpunkt der Gestaltung nicht unbedingt von so einer App nicht unbedingt klar sind. Zum Beispiel, wie viele Leute es tatsächlich benutzen. Oder zum Beispiel auch, was sozusagen, ob die Vorhersagen darüber, wie bestimmte Risikokonstellationen dann aussehen und die dann in die Berechnungsverfahren einfließen, mit denen dann Expositionsereignisse berechnet werden, ob die valide sind. Ja, also das kann man vielleicht hinterher bestimmen, aber nicht unbedingt jetzt schon. Man muss aber dann jetzt schon, also die kann man zwar zwischendurch mit einem Update auch ändern, aber man muss zwischendurch sozusagen quasi auf die Zukunft gerichtet bestimmte Entscheidungen darüber treffen. Und die können sich als falsch herausstellen hinterher. Also es kann sein, dass man alles richtig macht und es am Ende trotzdem nicht wirksam ist. Und die Frage ist, wie man dann damit umgeht und wie man dann insbesondere sozusagen gesellschaftlich mit dem Risiko umgeht, dass da ganz viele Grundrechtsrisiken hinten rausfallen, obwohl man vorher nicht weiß, ob das wirksam ist oder nicht. Das andere ist, es gibt auch in Deutschland sozusagen bestimmte Interessen, die über die konkrete App hinausgehen und die man da in den Blick behalten muss. Eine der Hauptfiguren in dieser
in diesem PEP-PT-Konsortium, der als Haupttreiber der Entwicklung da fungierte, ist ein sogenannter KI-Unternehmer. Sein Ziel bestand jetzt gar nicht so sehr darin, wahrscheinlich diese App zu haben oder so, sondern diese App war für ihn zugleich auch eine Möglichkeit, zusammen mit dem RKI noch andere Tätigkeiten und andere Techniken zu verkaufen, mit der das RKI dann auf der Basis der Daten, die zum Beispiel auch über die Datenspende-App des RKI erhoben werden, im Hintergrund dann irgendwelche Berechnungen machen kann. Ja, der verkauft denen also Technik und Services. So. Und der hat nicht ein Interesse an dieser App oder jener App, sondern der hat ein Interesse, dass da irgendwelche technischen Lösungen eingebaut werden, für die er dann wieder Services verkaufen kann. Zumindest so weit geht das. Und es gilt für viele Spieler in diesem ganzen Spiel, dass die da mit eigenen Interessen reinkommen und dass man sich überlegen muss, halt sozusagen, ob deren Darstellung von zum Beispiel der Wirksamkeit weniger was mit der Wirksamkeit als mit deren eigener Position zu tun haben und deren eigenen Interessen. Ja. Und ich glaube, das ist in China und nicht anders als hier. Vielen Dank, Jörg. Ich will an der Stelle einmal an Matthias übergeben, der sozusagen nochmal die Runde ein bisschen zusammenfasst, aber auch schon die Frage aufnimmt. Wir haben nämlich eine spannende Frage im Chat, die danach fragt, wie seht ihr denn eigentlich den längerfristigen Einfluss der jetzigen Maßnahmen auf die digitalen Strategien einzelner Staaten und worauf gilt es als kritischer Beobachter, als Teil einer kritischen Zivilgesellschaft besonders zu achten? Wir haben sogar zwei spannende Fragen, die beiden Teile, die beiden Säulen des Leibniz-Instituts für Medienforschung sehr schön abbilden, nämlich eine Frage von Sascha Höllig, die geht in Richtung Praxen der Kommunikation. Ich weiß nicht, vielleicht Katja oder Kai, wollt ihr beide dazu was sagen? Sascha Höllig, Medienforscher bei uns am Institut, fragt, ob sich Änderungen ergeben haben, nachweisbar im Blick auf das Informationsverhalten chinesischer Bürgerinnen und Bürger, wie diese interagieren mit Medien, welche die zentralen Medien sind. Gibt es einen chinesischen Drosten-Podcast, ein Äquivalent dazu? Und die zweite Frage, hat die Katharina schon jetzt angeschnitten, die geht in Richtung Governance und Normativität. Katharina Höre fragt, welchen Einfluss hier die langfristige digitale Strategie einzelner Staaten hier durch Corona bewirkt hat. Vielleicht zum ersten Punkt, Katja und Kai, wollt ihr dazu etwas sagen? Kann man dazu etwas sagen? Zum Mediennutzungsverhalten? Mediennutzungsverhalten, also es gibt vielleicht zum einen, es gibt auch eine ähnliche Gestalt vielleicht in anderer Form in China, auch der chinesische Gesundheitsminister Zhong Nanshan, der sich hochgejazzt hat zur Ikone in der ganzen Medienkommunikation der Lage. Ist vielleicht nicht ganz so zu vergleichen mit dem Drosten oder dem Wieler, aber das ist auf jeden Fall eine Gestalt. Da gab es natürlich auch noch Li Wenliang, der Professor, der ganz am Anfang auch die ersten Berichte quasi weitergeben wollte und dann quasi stumm geschalten wurde. Aber ja, zur Medienwirkung generell, ich habe das Gefühl, ja, das ist vielleicht auch ähnlich wie bei uns viel passiert im E-Commerce, im Online-Bereich, dass viele, ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage da ganz richtig verstehe, aber es geht auch viel um Homeoffice und neue Streaming-Services, gerade in dem Bereich sind die Innovation aus dem Boden gesprungen, das gab es auch in China so davor nicht. Und vielleicht Kai, darf ich kurz, der Sascha ist jetzt gerade online nochmal gegangen. Sascha, möchtest du kurz nachfragen, beziehungsweise präzisieren, in welche Richtung deine Frage gegangen ist? Klar, aber ich wollte es mal ausreden lassen. Ist vielleicht der eine Teil das andere, was mir noch zur Kommunikation eingefallen ist, ist auch ein Zwietracht teilweise entsteht gerade zwischen, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, gerade so ein bisschen die Vorsicht darüber, was man wem sagt und gerade die Stigmatisierung, die entsteht durch verschiedene Apps, die ist halt irgendwie auch oft im zwischenmenschlichen Interagieren sehr wichtig, dass eben, wenn man aus Wuhan oder aus der Provinz Hubei kommt, dass man da auf jeden Fall anderen Maßnahmen unterläuft, als wenn man genau aus anderen Provinzen kommt.
Und da entstehen halt so Geschichten, dass dann Menschen in bestimmte Komplexe nicht reingelassen werden, wenn jemand sagt, der kommt aber, der war in Wuhan und in Hubei. Und es geht sehr viel um die Frage, wem traut man? Und das ist irgendwie, werden Vertrauens, ich glaube, zwischenmenschliche Kommunikation ist, da ist das Vertrauen um einiges wichtiger geworden in den letzten Wochen, Monaten. Und das ist QR-Tracing-App eben auch ein Beispiel dafür, dass es eben der Ersatz oder die Grundlage ist, eben um sich sicher zu fühlen, dann eher als dass man eben zwischenmenschlich sich einfach kennt und vertraut. Aber genau, ich weiß nicht, ob Sascha Hölig, ob ich Ihre Frage da richtig verstanden habe. Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Antwort. Das geht genau in die Richtung. Und mich würde dann mal noch interessieren, ob es darüber in der Medienberichterstattung Diskussionen gibt, also wenn man sich in Deutschland das anschaut oder auch in anderen Ländern wird zum Beispiel über diese ganzen Lockdown-Maßnahmen diskutiert und wann das gelockert wird und sowas. Und wird über diese Effekte der unterschiedlichen Apps und Regionen und Maßnahmen auch in der Medienberichterstattung diskutiert oder ist es dann eher, was die Leute nur auf der Straße spüren, aber in den Medien nicht vorkommt? Vielleicht ja ein kurzer Satz dazu, ist auf jeden Fall auch Teil der Medienlandschaft, sich darüber zu unterhalten. Es gibt natürlich auch einfach lokal immer wieder die Frage, welche Codes man wo verwenden darf und muss. Und ich glaube, dass vielleicht das Ausschlaggebendste ist wirklich die Kommunikation der letzten Wochen, dass die neuen Fälle eben immer importierte Fälle waren. Dass quasi das auch die Wahrnehmung der jetzigen Corona-Situation viel über diese importierten Fälle geschieht. Das heißt, man geht nicht mehr davon aus, dass man schiebt quasi die Frage in den Hintergrund, ob diese Tracing-Apps wirklich so funktionieren. Und es geht eher darum, wo kommen diese neuen Fälle her? Und das sind dann oft die mehr Chinesen, die zurückkommen aus dem Ausland. Und dann wird auch die Diskussion eben darüber geführt, ob man oder die Nachricht, die ankommt oft bei den Bürgern, ist eben, dass diese Tracing-Apps anscheinend so kompliziert sie sind, aber nicht das Hauptproblem sind, sondern es eher die importierten Fälle, die Corona-Krise weitertragen. Ja. Vielleicht hast du noch was dazu, Katja, zu sagen. Ja, vielleicht noch als Punkt zur quasi IKT-Verwendung im Coronavirus-Management. Ein ganz wichtiger Punkt in China ist natürlich auch die Verwendung von Zensur und Zensurtechnologie zur, wie es in China, also offiziell politisch auch so heißt, zur Anleitung der öffentlichen Meinung, indem man positive Energie schafft und dadurch den Mediendiskurs mitbestimmt. Das heißt, in den, in den Nachrichtenportalen werden schon irgendwie Probleme mit den verschiedenen Apps und den Grenzen diskutiert und auch kritisiert und kritisch beleuchtet und so. Aber natürlich kann der Staat bis zu einem gewissen Grade mitbestimmen, welche Nachrichten auf Plattformen ganz oben stehen. Und das ist dann meistens, dass Xi Jinping eben den Kampf gegen Corona für China gewonnen hat. Oder dass eben auch, also du hattest ja auch kurz den Arzt, Li Wenliang, das ging ja auch hier gut durch die Presse, dass er eigentlich am Anfang versucht hat, über soziale Medien eben zu warnen, was da gerade passiert, dass das aber eben offensiv auch zensiert und eingedämmt wurde, einfach die Informationen am Anfang. Das heißt, insgesamt bei der Informationspolitik einerseits eine Debatte und der Wunsch zur Debatte, andererseits eben die Zensur, was dann wiederum eben die Verbreitung auch von Gerüchten extrem stark befeuert, ne? Weil es nämlich immer die Vertrauensfrage, stimmt das, was der Staat gerade sagt, wie es ist? Dann haben sich auch auf Basis quasi staatlicher Unternehmensinitiative wieder so Seiten, eigentlich ähnlich auch wie hier, gegen Desinformation gebildet. Aber natürlich bleiben die schon immer, also das sind staatlich moderierte auch, also die bleiben, das ist jetzt nicht Zivilgesellschaft. Und das ist dann vielleicht nochmal ganz kurz zu der Frage, die ja auch kam, welche Rolle kann Zivilgesellschaft jetzt erfüllen? Oder das ist eigentlich auch einer so der Kernunterschiede zwischen China und jetzt Europa zum Beispiel, dass es da eben nicht diesen zivilgesellschaftlichen, ich sag mal, Watchdog gibt, ne, wo sich eben Forscher zusammensetzen und Datenschutzfolgeabschätzungen machen oder die eben wirklich systematisch auch problematische Punkte analysieren und in den Diskurs einspeisen. Das findet man wenig oder nur sehr begrenzt und wird dann eben zum Teil auch bewusst verdrängt durch eben Videos, die dann auf Platz 1 sind, wie ganz schnell Krankenhäuser gebaut werden und das gestreamt wird an alle oder so. Also wirklich dieses bewusste auch Nutzen von den Kommunikationstechnologien.
Wahnsinnig spannend. Gibt's eine Diskussion dazu, weil oder wenn Menschen gar nicht sich mit den Apps versorgen können? Ich meine, so groß ist ja die Internetdurchdringung in China gar nicht, wie man immer glauben kann oder wie es vielleicht in Peking oder so aussieht. Aber so in der Fläche ist das ja gar nicht so doll. Da habe ich sogar ein praktisches Beispiel zu. Also an sich ist die Durchdringung schon relativ hoch, zumindest unter quasi allen, die im urbanen oder halburbanen Raum leben. In kleinen Dörfern ist natürlich, wenn man sich untereinander kennt, dann vielleicht auch einfach die Notwendigkeit nicht so hoch, das zu nutzen, um in ein Hochhaus reinzukommen, weil man die Leute einfach leichter auch quasi analog managen kann. Aber es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt kein Smartphone und diese App hat, man kann dann eine SMS an den Telekommunikationsanbieter schicken oder man kann einen Zettel sich vom Gesundheitsamt holen. Den wird zum Teil aber weniger geglaubt. Aber man kann dann, also in Wohngebiete ist ja auch gerade noch diese QR-Code-Beschränkung, man kann dann mit dieser offiziellen SMS zum Beispiel als Alternative dahin gehen. Das gibt's schon. Spannend. Vielen Dank. Jetzt mache ich den Kanal auch mal wieder frei. Danke. Kein Problem, sonst würde ich einfach die Katharina muten. Der Herr Münzer hat auch eine Frage, sehe ich. Erzähl noch vielleicht kurz die Frau Höhne, Katharina, die andere. Du hast gefragt, ob es strukturelle Änderungen geben wird in der Policy, in der Internet Governance Policy der einzelnen Länder aufgrund von Corona. Willst du das noch kurz präzisieren? An wen wird das konkret gerichtet? Du bist, glaube ich, noch auf Mute. Danke. Gerichtet eigentlich an alle, die dazu was sagen wollen, werden auch sowohl aus der Perspektive von jemandem, der verschiedene Internet-Governance-Ansätze, digitale Politiken studiert hat, als auch einfach aus der Sicht von als Zivilgesellschaft, als Beobachter. Ich glaube, es ist eine schwierige Frage, aber es ist wirklich, meine Frage geht wirklich, kann man jetzt schon was dazu sagen, was die langfristigen Konsequenzen sein könnten oder worauf man eben achten muss, um potenzielle langfristigen Konsequenzen entgegenzuwirken, ganz einfach. Vielleicht in der Antwort eher ein bisschen kondensierter, da wir uns zum Ende zu bewegen. Kai? Ja, ich kann nur sagen, China hat schon angekündigt, dass sie die Tools, die sie gerade gefunden und entwickelt haben, lange, lange Zeit behalten wollen. Da geht es hauptsächlich um die Surveillance-Tools, aber da versteckt man sich vor nichts. Das ist gekommen, um zu bleiben. So. Ich glaube, das ist hier auch so. Also selbst bei denen, die ankündigen, dass sie die wieder abschaffen, ist da Vorsicht angebracht. Berlin hat jetzt gestern gerade ein Verfahren eingeführt, das eigentlich 2013, glaube ich so 2015 oder 15 oder so im Rahmen der Ebola-Katastrophe in Ostafrika entwickelt wurde und das jetzt für Corona angepasst wurde. Also die Systeme, ich glaube, die haben eine ziemliche Geschichte und die werden haben ein ziemliches Beharrungsvermögen, wenn die erstmal da sind. Und selbst wenn es dann erstmal ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwindet, dann werden die doch sozusagen in der Form oder ähnlicher Form bleiben. Und deshalb glaube ich, gilt es gerade möglichst viele von diesen bestimmten grundlegenden Forderungen jetzt schon anzubringen, um in die Gestaltung einzugreifen und dafür zu sorgen, okay, egal wie ihr das später macht, ihr werdet euch immer sozusagen auf die gleiche Art und Weise rechtfertigen müssen. Ihr werdet euch immer wieder neu rechtfertigen müssen. Es gibt sozusagen keine Ewigkeitsgarantien für bestimmten Technikeinsatz oder bestimmte Verfahren, ja, sondern die müssen immer wieder neu auch gerechtfertigt werden. Und jetzt können wir und müssen wir die Grundlagen für sozusagen die Rechtfertigungsordnungen schaffen, die da zum Einsatz kommen. Vielen Dank. Ich bin ein großer Fan von Rechtfertigungsordnungen. Herr Münster? Ja, vielen Dank. Wenn ich das richtig verstanden habe aus St. Peter-Ording, wo ich mich zugeschaltet habe, haben wir uns heute unterhalten darüber, wie man Daten gewinnen kann oder wie der Staat Daten gewinnen kann, die nutzbar sind für den Zweck, nämlich die Bekämpfung des Coronavirus und wie legitim das Ganze ist. Wenn ich das so zusammenfassen darf, so habe ich es verstanden. Jetzt stellt sich mir die Frage, haben wir nicht bereits einen Datenbestand oder gibt es nicht bereits einen Datenbestand,
Verhaltensüberschuss wird das von Zuboff genannt, der sich, ohne dass sich Google beispielsweise um die Frage der Legitimität Gedanken gemacht hätte oder geschert hätte, auch gänzlich ungestört haben die das ja getan. Dieser Datenbestand ist ja vorhanden. Um den Zweck hat man sich auch erstmal nicht gekümmert. Man weiß nur, dass man Methoden hat, um das dann entsprechend zusammenbauen zu können, diese Daten entsprechend auswerten zu können, wenn ein Zweck nachgefragt wird. Also es werden wie hat Zuboff das genannt, Verhaltensterminkontrakte werden gemacht. Jetzt stellt sich mir die Frage, diskutieren wir nicht etwas, was im Prinzip woanders schon ausdiskutiert worden ist? Sind die Daten nicht vorhanden, die wir brauchen? Und ja, bei Google und bei den vergleichbaren Einrichtungen. Das wäre jetzt eine Frage, die mich jetzt als Außenstehender interessieren würde. Danke. Das klingt nach etwas, was der Herr Kollege Pohle beantworten könnte. Auch noch ganz kurz als Nachfrage. Sie meinen Daten, die vorhanden sind, weil die Strukturen schon vorhanden sind? Sozusagen, wir bräuchten keine weitere Struktur aufbauen? Oder? Es sind Zugriffsmöglichkeiten auf Personen, sind vorhanden über verschiedene existierende Apps, die für ganz andere Zwecke eingerichtet worden sind. Es sind Daten da, es sind Kombinationsverfahren da, wie man diese Daten kombinieren kann und wie man die auch auswerten kann und wie man die auch auf einen Zweck anpassen kann, eines Nachfragers, der die Daten eben kauft. So, und jetzt frage ich mich, wie ist Ihre Einschätzung, und zwar an alle geht das, sind diese Daten nutzbar, sind die vorhanden und diskutieren wir nur über etwas, was, es geht hier nur um den Staat und nicht um die Daten, die vorhanden sind. Kann nicht der Staat auch Google verpflichten, hier rauszurücken? Also wir können das gleich an einem konkreten Beispiel machen. Israel hatte sozusagen auch eher eine nicht app-basierte, sondern eine staatliche zentralisierte Verfolgung von Corona-Fällen. Und die haben dafür sowohl die Zahlungsdaten von Personen genommen, also die haben sich ursprünglich für Antiterrorismus-Zwecke eingerichtete Gesetze, Zugriff auf die Zahlungsdaten, also die Transaktionsdaten, ja, wenn man Kreditkarte zahlt oder mit dem Smartphone oder so, dann diese Zahlungsdaten, wer zahlt wann wo, und zusammen mit den Mobilfunkdaten, das sind typischerweise Zelleninformationen, also Informationen über Mobilfunkzellen. Erstens ist das inzwischen für illegal erklärt worden, jetzt am Wochenende gerade erst von dem israelischen obersten Gerichtshof. Zweitens sind aber die Daten nicht genau genug für das, was man eigentlich will. Also das Problem bei der Übertragung ist halt, so eine Mobilfunkzelle zum Beispiel kann sehr groß sein, mehrere Quadratkilometer. Und nur weil zwei Leute für eine längere Zeit in der gleichen Mobilfunkzelle stehen, heißt das noch lange nicht, dass die sich auch in irgendeiner Art und Weise nur angesteckt haben können. Und das sagt viel darüber aus, dass nicht nur aus Datenschutzsicht die Frage des Zweckes ganz relevant ist, sondern dass selbst solche Dinge wie, spiele ich den Leuten Werbung aus oder will ich irgendwie Erkrankungen verfolgen, dass diese beiden Zwecke so unterschiedlich sind, dass die gleichen Daten nicht unbedingt dabei helfen, beide Zwecke zu erfüllen. Und da die sozusagen Überwachungsinfrastrukturen, die insbesondere die privaten Unternehmen aufgebaut haben, sich im Wesentlichen an Zwecken ausrichten, in denen es ums Geldverdienen geht, ist öffentliche Gesundheit, sind die Daten, die dabei erzeugt werden, nicht unbedingt geeignet, um für öffentliche Gesundheitsversorgung oder sowas wie Pandemiebekämpfung dienen zu können. Die Datenstrukturen sind unterschiedlich, die Auflösung der Daten ist unterschiedlich. Und das heißt, man kann nicht unbedingt Erkenntnisse über Einzelausbreitungen gewinnen, vielleicht, sondern nur, wie in dem Fall, den Kai vorhin berichtet hat, aus China, vielleicht nur so über gesamtgesellschaftliche Bewegungen. Also jeden Freitag fahren die Leute aus der Stadt aufs Land. Okay, dann kann man so ein bisschen allgemeine Aussagen darüber treffen, dass es am Wochenende vielleicht in ländlichen Gebieten zu größeren Ausbrüchen von irgendeiner Krankheit kommt oder so. Aber das hilft einem vielleicht auch nicht weiter. Also, aber für die konkrete Verfolgung von einzelnen
Infizierungen sind die die Datenauflösungen von wirtschaftlichen Akteuren für andere Zwecke gesammelt wurden, nicht ausreichend. Vielen Dank. Wir bewegen uns langsam dem Ende zu. Wenn keiner eine ganz arg dringende Frage hat, Entschuldigung, würde ich meinen, dass ich jetzt eine kurze Zusammenfassung wage, auch wenn es natürlich angesichts der vielen spannenden Themen, die wir gerade behandelt haben, besonders schwierig ist. Vielleicht als zwei, drei Themen, die mir aufgefallen sind. Zunächst einmal das Recht ist erstarrte Politik, heißt es so schön. Und mir kommt vor, dass zurzeit nicht nur die Politik sehr im Fluss ist, sondern auch das Recht. Das heißt, selbst die normative Seite politischer Entscheidungen ist sehr, sehr, sehr dynamisch. Und das, finde ich, macht die jetzige Situation ganz besonders. Wir befinden uns in einem Art Modellierraum, einem Experimentierraum für Verhaltenslenkung durch Recht, durch Nudging. Und das macht, glaube ich, jetzt die jetzige Situation für viele verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, so tragisch die Situation ist, sehr, sehr, sehr spannend und ermöglicht uns, glaube ich, auch noch über die nächsten Jahre hinweg rückblickend dann Analysen zu treffen, was geklappt hat und was nicht geklappt hat. Vielleicht ist das jetzt gut, dass wir das heute hatten, aber ich denke, wenn wir dieselbe Diskussion auch in einem Jahr führen würden, was wir vielleicht tun sollten, werden wir auch zu noch weiteren interessanten Ergebnissen kommen können. Dann zweitens, wir sind auch in einer Situation, glaube ich, angelangt, wo die Wissenschaft konkret sieht, was sie in der Gesellschaft verändern kann. Und ich denke jetzt nicht nur an die Drostens unseres Landes, unserer Länder, sondern ich denke auch daran, dass etwa die scharfe Kritik an der zentralisierten App-Lösung durchaus die Politik dazu bewegt hat, jetzt gestern zu einer dezentralisierten Lösung zu kommen. Hat man das in der Vergangenheit oft so gesehen? Hat zum Beispiel die Fundamentalkritik von 95% aller Expertinnen am NetzDG dazu geführt, dass das NetzDG nicht gekommen ist? Nein. Aber hier sieht man, finde ich durchaus interessant, dass vielleicht die wissenschaftliche Einschätzung, zumindest hier in dem Bereich, jetzt durchaus auch Einfluss haben kann. Was mir auch aufgefallen ist, ist trotz der sehr ähnlichen Problemlagen, die wir haben, hat es sich in China und in Europa, ist es nicht zu einem fundamentalen Wandel der gesellschaftlichen Bedeutung des Verhältnisses von Recht, Privatsphäre und Politik gekommen. China verfolgt weiterhin den Ansatz, den sie bisher schon verfolgt haben, nämlich eine gewisse Unterordnung von Deutschland und anderen Europäern ganz anders verhandelt wird. Und das finde ich spannend, dass trotz Corona hier nicht fundamental sich etwas geändert hat. Wo sich etwas geändert haben wird, glaube ich, ist im Bereich der Digitalisierungspläne. Jetzt sind wir wirklich zu einem Punkt gekommen, wo die Gesellschaften im Stresstest sind. Und ich denke, da wird sich in der nächsten Zeit, sowohl in China als auch in Europa, rückblickend, wenn wir erkennen können, dass hier die Digitalisierung einen großen Schritt nach vorne gegangen ist. Jedenfalls bedanke ich mich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bedanke mich bei der Katharina für die tolle Moderation, beim Wolfgang, der jetzt schon wieder lehrt, für die Einführung und freue mich auf weitere Kooperationen. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch von mir. Wir haben das Meeting aufgezeichnet und werden Teile davon in jedem Fall auch online zur Verfügung stellen, wenn noch mal jemand was nachgucken möchte. Auch von meiner Stelle ganz vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich glaube, der Diskurs hört nicht auf. Wir bleiben alle dran und sehen uns vielleicht auch in ein paar Wochen oder Monaten zum selben Thema noch mal wieder. Einen schönen Tag für alle. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Schönen Tag an alle. Danke. Bye. Ciao. Wiedersehen. Schönen Tag allen. Tschüss.